Hallihallo, herzlich willkommen. Willkommen zurück hier in der Bundesliga. Ja, für mich hat sich gar nicht so viel geändert. Mit Hansa Rostock hat es leider nicht ganz geklappt. Wobei, ich habe eigentlich das Saisonziel erreicht. Sie haben den Klassenerhalt geschafft. Ich wurde mal wieder zu einem völlig unlogischen Zeitpunkt rausgeschmissen. Aber ja, liebe Rostocker, dann macht euren Scheiß alleine. Wenn man halt nur von morgens bis mittags denkt, dann kann man ja auch meine Pläne nicht nachvollziehen. Die sportlichen, klar, die Rückrunde war nicht gut, aber wir haben das Saisonziel erreicht. Und die finanziellen Probleme, die wären mit dem Verkauf von Ayesh in wenigen Wochen auch beseitigt gewesen. Da wäre mal eben ein zweistelliger Millionenbetrag geflossen. Dann seht ihr, wie ihr den Spieler selber loswerdet. Ich bin jetzt in Uerdingen. Das Stadion ist ungefähr gleich groß. Ich war mit dem Grotifanten schon richtig auf Kneipentour gestern. Pah. Ja, die Abkürzung, die Initialen sind gut. Wir sind auch ein Aufsteiger. Wir haben auch den Klassenerhalt geschafft. Wir haben weniger Spieler, dafür mehr Geld. Und ich denke, ich gucke jetzt mal, was ich hier aus dem Laden rausholen kann. Aber gut, dass ich mich hier in der Bundesliga gehalten habe. Zweite Liga, pah, kein Bock. So, wir sehen 18 Spieler nur, Kader sehr dünn und im nächsten Jahr sind es noch weniger. Ich könnte nochmal schnell wen verpflichten. Die Jugend muss erstmal gepimpt werden. Wir verpflichten erstmal zumindest die Leute mit kleinem Talent. Die kriegen alle einen Vorvertrag, der Schwäbe. Ja, guckt euch an, was in den nächsten 15 Jahren mit Hansa Rostock abgeht. Wenn die meine Jugendarbeit fortführen, dann wird da was ganz Großes entstehen. Wir werden in der kommenden Saison, okay, wir kriegen zumindest den Morales als Keeper, der Junt Morales, wo spielt der denn gerade? Er spielt gerade beim HSV. Wir werden drei Keeper haben, davon sind zwei gut, Libero haben wir einen, drei Innenverteidiger, davon sind zwei gut, da können wir uns vielleicht noch einen vierten holen, zwei Linksverteidiger, davon ist einer gut, ein Rechtsverteidiger, der ist gut, zwei Stürmer, die sind beide gut. Wir haben hier überhaupt keine linken Mittelfeldspieler und keine Sechser. Können ja vielleicht ein paar Leute von Rostock hinterherholen. So, ich muss mich ja erstmal häuslich einrichten. Da brauchen wir erstmal HAL 8000. Dr. Reinhard Rundball wird eingestellt. Noraxa. Wir haben über 24 Millionen Gewinn gemacht. Das Stadion über 30.000 Plätze. Jetzt am Ende der Saison muss man mit mir nichts mehr machen hier, was Training angeht. Wir machen auch kein Freundschaftsspiel. Obwohl ein Freundschaftsspiel muss sein, damit ich wenigstens was gemacht habe hier gegen die Sportfreunde Lotte. Ansonsten machen wir direkt mal eine Party. Wie gut, dass ich hier bin. Wie gut, dass ich wieder für euch singe. Machen wir mal noch. Ich bin hier erstmal der Party-Ottmar. Muss ja auch ein bisschen meine Saison feiern. Eigentlich für mich persönlich war sie ja erfolgreich. So, wir machen mal einen Jugendtag. Und ansonsten, es wird einfach mal Spaß trainiert. Ich bin der Spaß-Ottmar. So, Co-Trainer brauchen wir jetzt erstmal für den Rest der Saison nicht. Das Vereinsfest war ein voller Erfolg. Die Stimmung hat sich verbessert. Beim Jugendtag ist ein junger Mann namens Marco Markovic. Markus Markovic. Klingt auch, als käme er aus Entenhausen, aber ich verpflichte ihn erstmal. So, es spielen die motiviertesten Spieler. Wobei wir keine ganze Truppe zusammenbekommen. Henry, so. Ah, zwei sind rot gesperrt. Ja, das ist ja ein dünner Kader. Wir machen das aber einfach mal so. Mit Abseitsfalle und Pressing und alles andere gucken wir dann in der kommenden Saison. Beziehungsweise in der Pause. So, Rukavica, Castillejo fälscht den Ball ab. Thiel ist in die falsche Ecke unterwegs. Da ist Silva klärt auf die Linie. Jetzt ohne Druck vor 3.500 Leuten hier nochmal sich hier vor meiner Wenigkeit mal präsentieren. Patrick Graf mit dem ersten Tor unter meiner Regie hier. So, je Hexel. Komm mal rein. Sinani. Rodriguez, Baro, müssen ja auch wieder die ganzen Namen lernen. Pierre Gabriel, der wird uns offenbar verlassen. Wo geht der denn hin? Der beendet seine Karriere. So, und der Koppens, komm, der spielt jetzt einfach mal im Feld. Wir wollen hier keinen ausschließen, nur weil er Torhüter ist. Rodriguez, Baro mit dem 2:0. Der Andreas, Stunde gespielt. Und das sieht dann noch gut aus. Iseni ist vollkommen mit den Kräften am Ende. Spiel ist vorbei, 2:0 gewonnen. Champions, nein, Euroleague, Endspiel. SSC Neapel gegen Atromitos Athen. Die Griechen, die alten Griechen gewinnen hier mit 1:0 die Euroleague. Glückwunsch. DFB-Pokalfinale, Braunschweig gegen Union. Kann Union den Pokal in Berlin behalten? Union besiegte Bischofswerda, FV Düsseldorf, Uerdingen. Ja, Uerdingen.
Müssen wir ja für Union sein. Bayern München und Kaiserslautern. Braunschweig besiegte Reden, Garching, Ingolstadt, Dresden, HSV. Braunschweig ist allerdings Drittligist, ne? Ich weiß jetzt nicht, wo Union am Ende der Saison stand. Höchstwahrscheinlich wird Braunschweig ja in der Europa League dabei sein. Ja, nein, sie führen, verlieren dann aber. Union gewinnt, dreht das Match und gewinnt den Pokal. Southampton, Lille, Juventus Turin und Villarreal ebenso. Hermann Mayer, bla bla bla. So, gucken wir mal, wer hier alles direkt das sinkende Schiff von Hansa Rostock verlässt. Nein, die werden ja nicht sinken, wenn die es jetzt vernünftig machen, so wie ich es getan hätte, jetzt den Ajesch verkaufen, die Kassen wieder voll machen. Dann wird das da schon laufen. Nur, ja. Dann müssen wir mal gucken. Was haben wir, wen haben wir denn hier auf der Transferliste? Ablösefrei vielleicht noch. Weil ich denke, ablösefrei wird jetzt nichts Interessantes mehr zu bekommen sein. Brauchen wir auch gar nicht gucken, wer jetzt ablösefrei hier noch erhältlich ist. Kann ja nichts mit, kann ja nichts bei rumkommen. So, mittleres Talent von Union, vom DFB-Pokalsieger hier, Dumitrescu, den holen wir uns auch mal direkt. 14 Jahre, güldenes Haar. So, auch hier ist man mit mir zufrieden. Ich habe ja auch noch nicht viel Chance bekommen, was zu tun. Ich gelte als Ahnungsloser, das halte ich ja für Quatsch. Ich habe einen enorm hohen IQ, sagt Dr. Kawashima. So, wir gucken mal nach Sechsern. Sechs ist bei mir im Haus immer gern gesehen. So, Leute mit der Trikotnummer meine ich natürlich so. Taferna. Jetzt muss hier der Schnäppchenort mal wieder alles geben. Bedienen wir uns doch einfach mal. So, der hat schon einen neuen Verein. Der beendet seine Karriere. Niakate. Da ist die fixe Ablöse ein Drittel seines Marktwerts. Hat ein großes Talent. Er ist Engländer, Musterprofi. Niakate. Den frage ich einfach mal. Ist er denn? Hä? Bin ich blind? Da ist er. So, den fragen wir einfach mal. Am besten noch einen zweiten hinterher. Kohle haben wir, ja. So, hier. Sanka Balas, Emre, Italiener. Marktwert ist, ja, fast das Zehnfache, ja, nicht ganz das Zehnfache, das sechs- bis siebenfache seiner fixen Ablöse. Kann auch Libero, rechtes Mittelfeld. Vereinsanhänger, 25 Jahre, auch ein Raucher. Den fragen wir auch einfach mal. Linkes Mittelfeld, da haben wir auch Bedarf. Bierman. So, da haben wir hier den Herrn Hock, mittleres Talent, beidfüßig. Die fixe Ablöse ist ein Drittel seines Marktwerts, Spanier. Flexibler Spieler und Geldgeier. Verhasst. Den fragen wir einfach mal. Hock. Am besten direkt noch einen zweiten hinterher. Aber wir haben jetzt schon drei Verhandlungen anstehen. Wir trainieren noch mal ein bisschen frei haben. Die Weltmeisterschaft kommt dann ja auch in Kürze. Ich denke, ich muss jetzt hier nichts mehr machen. Obwohl eine Saisonabschlussfete sollte man noch machen. Ich bin hier der Party-Löwe Nummer 1 in der Stadt. Mit dem Party-Elefanten, dem Grotifanten. Machen wir mal hier die Party am 5. Juni. Können auch nochmal gemeinsam italienisch essen gehen. Mal hier die Restaurants testen. Hier muss ja nicht mal alles frittiertes Huhn sein. So, Niakate. Stärke 10. Da wir auf der Position ja ein komplettes Vakuum haben werden, ist ja erstmal jeder gern gesehen, der zwei Beine und einen Puls hat. So, nein. Aber der Mann sieht gut aus, vielversprechend aus. So, wer verdient denn hier am meisten? Wir haben hier niemanden, der mehr als 430.000 Euro verdient. Da wäre er jetzt direkt einer der Top-Verdiener. Aber gut, hier muss gehaltstechnisch ein anderer Wind wehen, sonst kriegen wir solche Spieler nicht. Da müssen die anderen sich halt ihre Gehaltserhöhung auch abholen.
Nein, da werden wir uns nicht einig. Sanka Ballas. Ach, da. Müssen wir mal gucken, ob wir uns da einig werden. Stärke 10 auch. Wenn der Ottmar hier wieder finanziell aus dem Vollen schöpfen kann, kann viel passieren, kann viel gemacht werden. Wie gesagt, finanziell hätte ich das in Rostock auch relativ schnell ausgebügelt. Okay, der hat auch keinen Bock mehr mit uns zu reden, da müssen wir andere Preise zahlen. Der Hock, auch ein Zehner, linkes Mittelfeld, da müssen wir dann mal direkt... Ja, man hat da Hemmung, wenn man sieht, verdient niemand im Verein auch nur ansatzweise so viel. Aber der Kader muss natürlich gefüllt werden. Zahlen mal wieder ein bisschen Handgeld, damit die Gehaltsstruktur nicht völlig entgleist. Dann lieber diese einmaligen Summen zahlen. Damit da auch kein Stunk entsteht. Auch hier werden wir uns nicht einig. Ich möchte jetzt keine Millionenbeträge zahlen. Dann muss halt das Handgeld ein bisschen höher ausfallen. Können wir uns ja leisten. Nicht mal zu behaupten. Auch hier werden wir uns nicht einig. Dann wird es schwierig. Das erste Mal im Italiener war wie immer sehr lecker. Kudla und Jeksel haben sich wieder vertragen. Champions League Finale. Inter gegen Real. Inter gewinnt 1-0. Italien hat damit zumindest einen Titel geholt. Ich fürchte, wir werden jetzt keinen Spieler gerade mehr finden. Eine Saison, die sich im Rahmen des Erwarteten bewegt hat, geht zu Ende. Man feiert nicht ausgelassen, aber ist doch zufrieden. Im nächsten Jahr soll es ein Stück nach oben gehen. Nochmal gucken auf der Transferliste. Nee, da ist nichts Interessantes. So, wir haben nochmal 650.000 Euro verloren. Fragen wir nochmal in die AKT. Vielleicht haben wir auch noch. Den Hock fragen wir auch noch mal. Den Santa Dingsda können wir auch noch fragen, aber wir können auch mal gucken, ob es noch andere Interessante gibt. Es müssen ja auch nicht immer die Überschnäppchen sein. Einfach ein ganz normaler, vernünftiger Preis wäre ja auch mal was abkommen. Wir fragen hier Santa Maria hier noch mal. Haben wir auch schon wieder drei Verhandlungen anstehen. Haben denn alle... Hat hier jemand auslaufenden Vertrag? Oh, gut, dass ich gucke. Pierre Gabriel beendet seine Karriere. Koppens, okay, der hat schon einen neuen Verein. Geht nach Mostar FC. Alle anderen haben noch Verträge, aber es ist ja kaum noch jemand da. So, der Markus Markovic kriegt einen Vorvertrag. Wo stehen denn unsere Jugendabteilungen? Die A-Jugend... Ist in der Bundesliga abgestiegen, geht in die zweite Liga. Die B-Jugend ist hier irgendwo im Nirgendwo, hat einen Aufstiegsplatz knapp verpasst. Und die C-Jugend ist auch irgendwo im Nirgendwo, den Aufstiegsplatz knapp verpasst. So, die kriegen erstmal hier eine Förderung. Und wir trainieren einfach nochmal wieder ein bisschen Spaß. Kniffel und so oder sowas. Monopoly, Mensch, ärger dich nicht. So. Jetzt müssen wir dann halt höhere Preise zahlen. Dann müssen wir es leider siebenstellig machen, sonst werden wir diese Spieler nicht kriegen. Das ist dann halt leider so. Gehaltsstruktur AD. Abschied ist ein scharfes Schwert. So. Dann, klar, in der Bundesliga ist so eine Gehaltsstruktur nicht zu halten. So, da ist er doch direkt, sind wir uns doch direkt einig. Auch hier. Hat dann ein bisschen mehr geboten. Der verdient dann so viel wie die ganze Mannschaft zusammengefühlt. Vielleicht auch rechnerisch.
Aber wir brauchen Personal, sonst wird das natürlich nichts. Gucken, was das Saisonziel dann sein wird. Den Rostockern, den spucke ich gerne ins Hansapilz. Hier werden wir uns auch noch nicht einig. Nö, dann werden wir uns mit ihm nicht einig. Dem Herrn Hock. Bieten wir auch mal eine stattliche Million. Diese scheiß Ausstiegsklauseln hier. Na gut, zu den Preisen können wir die Leute dann kriegen. Stammplatzgarantien könnte man ja eigentlich bieten, weil man kaum Konkurrenz hat, aber ich möchte eigentlich ungern irgendwelche Garantien aussprechen. So, er redet zumindest noch weiter mit uns, dann müssen wir noch mal ein bisschen nachlegen. Dann wird hier etwas ungleich viel verdient. Und er hat auch keinen Bock mehr. Zumindest mit dem einen sind wir uns einig. Club WM wird von Inter Mailand gewonnen. Auch hier ein knappes 1-0 gegen Tolima. Frank Schmidt von Würzburg ist Trainer des Jahres. Außerdem Ian Dowie, Julian Stefan, Luigi Di Baggio, Raphael Elamas, Fußballer des Jahres, Pavlo Leibold von Arminia Bielefeld, Odysseas Shelton, Andriy Bajenko, Leon Tarin, Vinko Burt, Europas Fußballer des Jahres, Thomas Jensen von West Bromwich. Weltmeisterschaft. Ich habe auf Zypern getippt. So, gucken wir mal, ob ich mal wieder Nostradamus bin. Deutschland gewinnt 1-0 gegen Rumänien. Ja, nach wie vor die Leute, die ich trainiert habe. Rekka Biesinger. Zypern mit einem 0-0 gegen Ecuador. Ah, wir hatten noch jetzt einen Termin mit dem Herrn hier. Komm, will er nicht mit uns sprechen? Ist der Transfer jetzt geplatzt oder was? Andere Termine werden wir jetzt wohl nicht mehr bekommen. Gut, dann müssen wir uns im Sommer neu aufstellen. Dann ist es zumindest auch kein Glücksspiel, was die Auf- und Abwertungsrunde angeht. Deutschland gewinnt 3-0 gegen Belgisch-Kongo. Zypern gewinnt 1-0 gegen die Elfenbeinkiste. Wir sehen, Japan ist schon draußen als erste Mannschaft. Ach, da sind wir ja doch noch hier. Herr Sankabalas, können wir das nochmal eintüten hier? Ah, die wollen ihn nicht abgeben. Dann steigen sie doch aus und wir verpflichten ihn für die fixe Ablösesumme von 1,54 Millionen. Er verdient sehr viel, aber wir haben ihn sehr günstig bekommen. Eine wichtige Position schon mal gefüllt. Die Gehaltsstruktur ist dann endgültig weg. Er verdient alleine so viel wie gefühlt alle anderen zusammen und rein rechnerisch vielleicht auch. Deutschland gewinnt 2-0 gegen die USA. Andere Ergebnisse auch auf 2-0. In Gruppe 1 sind Argentinien und Spanien weiter. Südkorea und Dänemark sind draußen. In Gruppe 2 Brasilien und Frankreich sind weiter. Ukraine und Aserbaidschan sind ausgeschieden. Aserbaidschan ohne Tore, ohne Punkte. Zypern spielt 0-0 gegen Luxemburg. Zypern ist Gruppensieger. Zusammen mit Ecuador weiter. Elfenbeinküste und Luxemburg sind draußen. In Gruppe 4 England und Algerien sind weiter. Venezuela und Jamaika sind draußen. Gruppe 5 Senegal und Italien sind weiter. Nordirland und El Salvador sind draußen. Deutschland und Kongo, DR Kongo sind auch weiter. USA und Rumänien raus. Rumänien mit 0 Punkten. Liberia und Belgien sind weiter. Japan und Polen sind draußen. China und Australien sind weiter. Uruguay und Island sind draußen. Achtelfinale mit folgenden Matchups. Brasilien gegen Spanien, Argentinien gegen Frankreich. Ja, das sind ja schon mal Main Events hier. Zypern gegen Algerien, England gegen Ecuador, Deutschland gegen Italien. Ja, die großen Paarungen werden hier schon rausgehauen. Als gäbe es keinen Morgen. Senegal gegen DR Kongo, Liberia gegen Australien und China gegen Belgien. Wir haben Sankabalas verpflichtet. Und Zypern ist weiter. Deutschland auch. Deutschland gewinnt 3-0 gegen Italien. England gewinnt 5-1 gegen Ecuador. Argentinien besiegt Frankreich. Brasilien besiegt Spanien. So, 2-1 gewinnt Brasilien gegen Spanien. Argentinien besiegt Frankreich im Elfmeterschießen. Zypern gewinnt gegen Algerien. England besiegt Ecuador deutlich 5-1. Deutschland gewinnt auch deutlich 3-0 gegen Italien. DR Kongo besiegt Senegal. Australien besiegt Liberia und China gewinnt gegen Belgien. Folgende Viertelfinalpaarung: Brasilien gegen Zypern, Argentinien gegen England, DR Kongo gegen China und Deutschland gegen Australien. Land Down Under. Die haben keine Chance gegen Deutschland. Auch hier ein 3-0.
souverän. England besiegt Argentinien mit 1-0. Zypern ist draußen, aber gut. Brasilien, die gewinnen 4-1. Und DR Kongo gewinnt gegen China mit 2-1. Damit folgende Halbfinalpaarung: England gegen DR Kongo und Brasilien gegen Deutschland. Kann Kongo hier die Weltmeisterschaft holen? Nein. Humorlos gewinnen die Brasilianer 2-0 gegen Deutschland und England gewinnt noch humorloser 3-0 gegen Kongo. Damit im Finale England gegen Brasilien. Und Brasilien ist Weltmeister 2078. Der wievielte Titel war das jetzt insgesamt? Und wir gehen direkt in die Auf- und Abwertungsrunde über. Ich muss die Leute ja auch erstmal noch kennenlernen hier. Keine Spielpraxis für Tok Sötz. Ich weiß auch gar nicht, ob der jetzt noch bei uns bleibt, aber auf der Torhüter-Position haben wir, glaube ich, keine Sorgen. Er hat jetzt Stärke 4. Koppens. Der geht doch, glaube ich, ne? Beendet seine Karriere oder wie war das? 35 Jahren, er bleibt bei Stärke 7. Sinani, Stärke 10. Der wird sicher Spielpraxis sehen. Der wird aufgewertet von 10 auf 11. Das ist gut, wenn es durchgeht. Tut es. Marc Mendes, noch so ein Bewohner von Entenhausen hier. Da sehen wir hohe Aufwertungschancen. Na, leider nicht. Im Alter von 21 wäre das gut gewesen. Aufwertungen sind immer gut. Dixon hier, 28, bleibt bei Stärke 10. Tasdemir, 21, auch noch sehr jung. Da winkt eine Aufwertung, das wäre doch was wert. Aber auch die erfolgt nicht. Da haben zwei 21-Jährige hier Pech gehabt. Iseni, 20 Jahre, auch noch jung. Jetzt müssen auch mal ein paar Aufwertungen durchgehen hier. Auch er hat Pech. Er bleibt bei Stärke 6. Graf hingegen ist schon 31 Jahre alt. Wird aber aufgewertet wegen guter Form von 10 auf 11. Und das ist allerdings talenttechnisch nicht möglich. Jexel auch noch jung, viele junge Leute hier. Muss doch auch mal einer hier die Aufwertung kriegen. Bubakari, auch er kriegt die Aufwertung nicht. Moreau ist 20, schon Stärke 10, bleibt bei Stärke 10. Rodriguez Baro 19. Da haben wir eine Riesenchance auf eine Aufwertung. Und die kriegt davon 8 auf 9, das ist viel wert. Lucas Bradley ist schon Ü30, wird aber dennoch wegen guter Form aufgewertet von 9 auf 10. Das geht auch durch. Stephen Henry oder Henri, ich nenne ihn Henry, er bleibt bei Stärke 9. Pierre Gabriel, er wird uns verlassen. Bleibt bei Stärke 10. Sino Brunner, Mitte 20. Da wäre eine Aufwertung doch auch ganz gut. Kriegt er allerdings nicht, bleibt bei Stärke 8. Kudla, auch noch blutjung, wird aufgewertet von 9 auf 10. Allerdings ist das talenttechnisch nicht möglich. Kammermann, 29 Jahre, wird aufgewertet wegen guter Form, aber auch die Aufwertung ist nicht möglich. Rukavica bleibt bei Stärke 10. Hier ist nicht viel passiert. Ich weiß ja auch, wie gesagt, auch gar nicht, wer alles bleibt. So, Toxerts abgewertet von 5 auf 4. Sinani von 10 auf 11 hoch, das ist schon mal sehr gut. Einige Aufwertungen, die nicht erfolgten, was ärgerlich ist. Rodriguez Baro von 8 auf 9 hoch, das ist sehr gut. Bradley von 9 auf 10 hoch, das ist auch sehr gut. Ja, ansonsten nicht viel passiert. Pierre Gabriel Bennett im jungen Alter von 32 seine Karriere. Das Finanzamt kassiert 4,26 Millionen. Ja, dann lass das Geld lieber mich ausgeben, bevor hier die einfach das Geld einstreichen. Haben wir über 24 Millionen Gewinn gemacht. Wenn die Rostocker den Ayesh verkaufen, wird es da genauso aussehen. Und wer hat die Idee gehabt? Die Schweizer oder der Schulz? Deutschland in der 5-Jahres-Wertung auf Platz 3, Italien auf 1. Das Saisonziel ist ehrliche Arbeit. Und das unterschreibe ich doch direkt. Da kann ich mich zu 110% mit identifizieren. So, wir brauchen einen Co-Trainer. Da nehmen wir einfach mal hier den Herrn Bichelmeier. Ein Mann, mit dem ich noch nicht zusammengearbeitet habe. Als Torwarttrainer den Herrn Menger. So, Rückennummern wie im Vorjahr. Kapitän wird wählen gelassen. Jugendarbeit kriegt erstmal eine Förderung. Da erhöhen wir mal auf 1 Million hier. Amateurabteilung wird auch erhöht auf 750.000. Komm, hier investieren wir auch mal. Wir haben ja hier Kohle. Das Hühnchengeld. Wir reisen auf gar keinen Fall mit der Bahn. Wir reisen mit dem Bus. Sponsoren. Da haben wir noch ein Jahr mit Commerzbank einen Vertrag. Auch alles andere ist schon geregelt. Fanartikel. Da haben wir die Agentur Fanfreund. Ich muss eigentlich gar nichts machen hier. Wir werden offenbar auf Platz 16 gesehen. Rostock auf 13. Ja, wer hat das denn zu verantworten hier? Es gibt ja, Saisonziel Klassenerhalt. Wir haben ja auch einen sehr, sehr, sehr dünnen Kader. 50.000 Euro. Freuen die sich da überhaupt drüber?
Ah, wir machen so viel wie im Vorjahr. Die Prämien bleiben einfach mal so. Wobei, es kann nicht sein, dass für Nicht-Abstieg eine höhere Prämie gezahlt wird als für einen UEFA-Pokalplatz. Dann erhöhen wir das peu à peu. So. Punktprämien bleiben so. Kann ich mich mit arrangieren. Ansonsten muss ich ja hier gar nichts mehr machen. 6,3 Millionen Euro Gewinn wird prognostiziert. Aber ja gut, die Grundgehälter werden steigen. Allein weil ich jetzt hier verantwortlich bin. Rukavica wurde zum Kapitän gewählt. Wir brauchen dringend Leute. Wir haben einen Rekord für Werbeeinnahmen erzielt. Wir spielen in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen eine Amateurmannschaft Union Fürstenwalde. Da gibt es dann auch nur 500 Euro Siegprämie. Das ist ein Pflichtsieg. Tastemir hat sich in der Kategorie Zweikampf verbessert. Ist immer schön, ein leichtes Los in der ersten Runde des Pokals zu haben. Wir haben nur 17 Spieler. Da muss nachgelegt werden. Wir haben zumindest hier einen 17-jährigen Teuter, den wir verpflichten können, aber auf der Teuter-Position haben wir eigentlich am wenigsten Bedarf. Da haben wir nämlich schon drei Leute. Gut, dann lasse ich den vielleicht erstmal noch bis Ende des Jahres in der Jugendabteilung. Wir brauchen dringend einen Sechser, haben wir jetzt. Spielen kann man schon mit denen, aber wir brauchen eigentlich mehr von allem. Noch einen vierten Innenverteidiger, noch einen zweiten Rechtsverteidiger möglichst, linke Mittelfeldspieler, noch einen Sechser. Ich muss auch gucken, für welche Position ich mich entscheide. Einen dritten Stürmer könnten wir auch gut gebrauchen. Also wir sind hier auf Platz 16. Rostock auf 10. Werden wir ganz genau hingucken, was bei denen so abgeht. So, wir gucken mal in die anderen Ligen. In der zweiten Liga neu Heidenheim, HSV Gladbach, Paderborn, Meppen, Nürnberg, Bayreuth. In der Regionalliga Nord neu Bochum, Leverkusen, Wolfsburg 2, Duisburg, Wattenscheid, Nordhausen, wenn das hier richtig angeordnet ist. Regionalliga Süd, da haben wir Wien, Wiesbaden und Darmstadt, Eichstätt, Saarbrücken und auch Illertissen und Aalen offenbar. Wenn das alles die Aufsteiger sind, gehe ich jetzt mal von aus. In der Bundesliga neu RB Leipzig, Mainz 05 und Ingolstadt. Ja, wir aus Nordrhein-Westfalen. Wie viele NRW-Derbys haben wir denn, wenn man es Derby nennen möchte? Wir spielen gegen Schalke, gegen Dortmund, Bielefeld, Düsseldorf. Ja, es sind vier andere Clubs aus NRW. Wir noch dabei. Können nochmal die Kölner hier aufsteigen. Gladbach ist auch weg. Köln, zweimal Köln in der zweiten Liga. Ja, da hätten wir mehr die Derbys, die richtigen Derbys. Ja gut, wir müssen gucken, was wir machen. Kohle haben wir genug. Wir haben über 45 Millionen auf dem Konto. Ja, noch. Ich baue erstmal mehrere Präsidentenpaläste und kaufe mehrere Diskotheken. Und ich sehe sie beim nächsten Mal. Dann bereiten wir uns auf die Saison 78-79 vor. Mal wieder mit dem Schulz in der Bundesliga. Tschüss und auf Wiedersehen. Lassen Sie gerne ein Abonnement da. Bye.